Hallo und herzliches Willkommen, liebe Waldbewohner und Ödlandbesucher, zu einem Video hier auf meinem Kanal. Und zwar zeige ich euch heute einige Kostüme und Outfits, welche natürlich brauchbar sind für das Halloween-Event, welches ja dann bald an den Start gehen wird. Und an dieser Stelle nochmal recht herzliches Dankeschön an euch alle, dass ihr da so zahlreich Kommentare geschrieben habt und mir ein paar Locations verraten habt. Ein paar kannte ich noch nicht, deswegen Dankeschön an dieser Stelle. Ich beschränke mich allerdings in diesem Video auf Vollständigkeit. Das heißt, die Kostüme, die ich euch zeige, sind vollständig. Nicht nur Masken oder Teile ohne Kopfbedeckung oder was auch immer, sondern das sind wirklich vollständige Kostüme. Des Weiteren beschränke ich mich ebenfalls auf Kostüme, die man in der offenen Welt einfach so finden kann. Das heißt, Mr. Fuzzy-Kostüm werde ich euch nicht zeigen, weil das ist ein Kostüm, da müssen wir ein Event dafür grinden und unsere Scheine einlösen, um uns das kaufen zu können. Und deswegen habe ich darauf verzichtet. Ich werde das Ganze auch nicht schneiden, damit ihr den kompletten Laufweg immer zu jedem Kostüm nachvollziehen könnt. Ja? So, legen wir los mit unserer ersten Location. Und zwar gehen wir erstmal an den Friedhof. Und zwar an den Philippi-Soldatenfriedhof. Dort finden wir direkt am Denkmal, wenn wir dort ankommen, erstmal ein Militärbarett. Das Militärbarett ist wichtig, denn wir finden hier nicht nur viele Uniformen, sondern später gehen wir noch an eine andere Location. Da gibt es auch nochmal einige Militäruniformen. Und da passt natürlich das Barett extrem gut dazu. Ja, und zwar haben wir hier vorne dann das Museum. Da können wir reinspazieren und uns einige schon mal holen. So, natürlich überall immer Gegner, die müssen natürlich erstmal beseitigt werden, ist natürlich klar. Solltet ihr an eine Location kommen und es sind keine Outfits da oder die gezeigten Outfits, dann müsst ihr auf jeden Fall mal einen Server wechseln oder halt eben an einem anderen Tag vorbeikommen, weil dann kann es nämlich sein, dass die schon gelootet wurden. So, die Vitrinen öffnen wir mit dem roten Knopf. Hier finden wir zum Beispiel das Nordstaaten-Uniform. Ja, und dann geht es hier runter in diesen kleinen Keller. Da können wir die Vitrinen ebenfalls mit einem roten Knopf öffnen. So, wunderbar. Und da finden wir Konföderiertenuniform und Bürgermeisterinskleid. So, also das Kleid für die Bürgermeisterin. Ja, ihr wisst Bescheid. So, Uniform ist ausgerüstet. Sorry für die Lags. Und dann geht es natürlich noch ein Stockwerk höher. Da können wir dann zum Beispiel hier auf der rechten und auf der linken Seite Vitrinen öffnen. Dort gibt es übrigens auch die Schwarzpulverpistolen. Hier haben wir den Bürgermeisteranzug und natürlich auch den Bürgermeisterzylinder. Sehr vornehm. Für jeden Anlass das Richtige. So, da habe ich auszusehen das Kleid angezogen. Passiert. Für die Frauen natürlich, dass sie auch was zu gucken haben. So, sehr vornehm das Ganze und dann natürlich hier auf der anderen Seite drüben auch noch die Vitrinen. So. Können wir hier nochmal eine Konföderierten-Uniform rausholen. Oh, ich hab ein Problem mit diesen Konföderierten. So, als nächstes zum Thema Militär gehen wir zum Standort Bravo. Der befindet sich auf der Karte hier. So, und wenn wir da reingehen, finden wir auch noch mal einige militärische Anzüge und einen Hut in der Regel. Ja, da haben wir hier zum Beispiel die Militäruniform. So, wo ist sie? Hier. Passt natürlich wunderbar. So, mit Fliege sogar. So, dann haben wir den Mechanikeranzug. Das ist der hier. Mit den Boots. Sehr cool gemacht. Ja, und da hinten auf der Bank liegt dann noch das Inspektoren-Outfit. Ja. So. So schaut das Ganze aus. Und oben auf den Spind, da oben, da liegt dann eine Melone. Und die Melone ist natürlich nicht zum Essen gedacht, sondern zum Anziehen auf den Kopf. So sieht das Ganze dann aus. Dann machen wir weiter. Und zwar begeben wir uns zu dem Kürbishaus. Ja, das befindet sich, oder Haus der Kürbisse, genau. Das befindet sich hier. Dort holen wir uns jetzt erstmal die Skelettmaske. Die ist hier auf der Veranda. Der Rollstuhlfahrer hat sie auf dem Kopf. Und dann natürlich, um das Outfit komplett zu machen, gehen wir zum Gebirge Nördlicher Ausguck.
befindet sich hier auf der Karte. So, und da müssen wir den Turm einmal komplett hochlaufen. Und dann zwischen den Matratzen finden wir das Skelett-Outfit in der Regel liegen. Ja, es gibt natürlich auch noch ein paar andere Locations. Aber wie gesagt, ich beschränke mich jetzt hier einfach immer nur so auf eine Location pro Outfit. Ich möchte jetzt auch nicht, dass das Video eine halbe Stunde lang geht. So. So, Halloween-Skelett-Kostüm plus Maske. Haben wir beides am Start. Finde ich echt super. Ich finde, das Skelett-Kostüm ist auch echt geil. Da sind ganz am Anfang nach Release extrem viele Leute sogar damit rumgerannt. So, ihr seht, ich habe auch schon in meinem Inventar viele Sachen doppelt und dreifach. So, das ist das Skelett-Kostüm. Geile Sache. Als nächstes das Clowns-Kostüm. Und das finden wir bei Freddys Gruselhaus. Das ist hier oben nordöstlich. So, und dann, wenn wir hier die Ghule beseitigt haben, gehen wir einfach rein und direkt geradeaus im Regal. Dort liegt dann einmal das Clowns-Kostüm und der Clownshut. Kostüme sind übrigens auch immer extrem gut, weil manchmal, da gibt es ja auch so tägliche und wöchentliche Aufgaben, wo man gewisse Dinge in einem Clowns-Kostüm machen soll und. So, haben wir das Clowns-Kostüm? Wunderbar. Hexenhut zeige ich euch jetzt. Ja, hier nochmal Totenkopfmaske wäre auch nochmal eine Möglichkeit. Hier liegt auch nochmal das Clowns-Outfit. Hexenhut ist so eine Sache, weil ich habe zum Hexenhut noch kein wirkliches Kostüm gefunden. So, Dolly Sots ist unsere nächste Anlaufstelle. Befindet sich hier drüben im Moor. Hier. Und da ist es halt eben so, dort können wir das zerrissene Maulwurfskostüm finden. Das Problem ist, dass es eine sehr, sehr, sehr geringe Spawnrate hat. Also ich habe es mir damals geholt. Ich zeige euch jetzt auch wo. Hier in diesem Video war es nicht vorhanden und ich habe auch, nachdem ich es mir geholt habe, habe ich es persönlich nie mehr dort spawnen sehen. Ich weiß nicht, ob da Bethesda irgendwas geändert hat oder ob die Spawnrate extrem runtergeschraubt wurde oder es daran liegt, dass ich das Kostüm schon habe. Ich weiß es nicht, probiert es mal aus. Wie gesagt, ich habe das, seitdem ich mir das damals geholt habe, nie mehr das Spawnen sehen. Und ich habe mir jetzt gedacht, ich zeige euch trotzdem mal die Location. Vielleicht habt ihr da trotzdem mehr Glück als ich. Ja, das ist hier die Tür. Und zwar zeige ich euch jetzt noch einen zweiten Weg. Normalerweise müsstet ihr das Schloss knacken, wenn ihr das ausgerüstet habt. Ich zeige euch jetzt aber noch den Weg, den ihr nehmen könnt, wenn ihr kein Schlossknacker-Skill ausgerüstet habt. Und zwar kommen wir da über das Dach hin. Ist auch kein Problem. Und zwar springen wir hier einfach. Na komm, Kumpel, mach. Was guckst du? Spring halt raus, du Vogel. So, zack. Aufs Dach und dann können wir darüber, über den Giebel drüber und dann gibt es hier unten gleich noch ein Loch und dann sind wir auch schon direkt in dem Zimmer. Und normalerweise liegt die, die Maske, Alter, ich habe mich da echt ein bisschen blöd angestellt, hier im Regal. Da liegt die Maske und das Outfit. Das liegt hier. Normalerweise. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob sie an der Spawnrate irgendwas geändert haben oder. Es ist auf jeden Fall, ja, es ist komisch. Okay, zu guter Letzt zeige ich euch noch das rituelle Gewand. Da habe ich zwar mal ein Video dazu gemacht, möchte es euch aber trotzdem mal zeigen. Ah ja, jetzt zeige ich euch mal, wie das Kostüm aussehen würde. Genau, das ist nämlich dieses hier. So, das rituelle Gewand. Ja, das finden wir im Mothman Museum in Mothman City und zwar in Point Pleasant. Da braucht ihr auf jeden Fall den Schlösserknacker dazu, also den Einbrecher, die Einbrecher-Skills. Die braucht ihr definitiv, weil ihr müsst hier zwei Türen öffnen. Sonst kommt ihr da einfach nicht rein und zwar müssen wir einmal hier in das Museum reingehen. So, wenn wir das geschafft haben, dann gehen wir einfach geradeaus durch und dann ist da hinten noch mal eine verschlossene Tür. Die hat dann eben Skill 2, brauchen wir da. So, und die müssen wir dann auch noch mal knacken. Und da werde ich natürlich wieder beschossen. Wie geil ist das denn? Ja? So, und dann gehen wir einfach durch die Toilette nach links runter. Und dort finden wir dann das Kostüm, also das rituelle Gewand plus die Maske. Müssen wir einmal hier rechts hinten in das Zimmerchen gehen. Da finden wir hier hinten in der Ecke das Kostüm.
So, das Gewand meine ich. Und dann natürlich hier an der, an diesem, ja, hier, unter diesem, was auch immer das ist, finden wir dann die Maske. Genau, in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Zocken, guten Loot, macht nicht zu viel Blödsinn. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und geholfen. Ja, jetzt könnt ihr Outfits sammeln ohne Ende. Ja, bis dahin, Servusle und ciao.